Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Regelfreitag. Mich haben während der Woche einige darauf angesprochen, dass er mal so Themen wie die Queen oder Formel 1 einmal angesprochen werden sollen. Und von daher, dass ich mich in Formel 1 überhaupt nicht auskenne, lassen wir Formel 1 beiseite und reden einfach mal über die Queen, weil das bisher das Einzige ist, wo ich so nebenbei irgendwie flüssig mitbekommen habe. Ihr könnt mir dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und zwar habt ihr das Quiz schon mitgekriegt, war ja unvermeidbar in YouTube, im Fernsehen, in die Social Media Sachen überhaupt, dass die Queen gestorben ist. Ne? Und man hat bei der Beerdigung auch gesehen, dass der Prinz Charles, beziehungsweise jetzt König Charles oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man das nennt, der hat da vorm Sarg oder hinterm Sarg geweint. Hätte ich jetzt auch gemacht, wenn ich er wäre, weil das war ja, glaube ich, seine Mutter. Also, ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen. Ne? Ich hab's leider nicht gesehen. Sonst können die mehr darüber sagen. Auf jeden Fall in die Nachrichten haben es gebracht, dass der Stock zerbrochen wurde. Und ja, dann haben sie gesagt, die Queen nimmt ihre Macht nicht mit ins Grab. Naja, auf jeden Fall finde ich das schon der Wahnsinn. Die haben den Sarg 6 Tage lang, glaube ich, also Zahl 6, also 6 Tage lang haben sie den Sarg von Schottland, glaube ich, bis nach London geschleppt. Und dann haben sie die Queen noch ein bisschen aufbewahrt. Also ich fand das ein bisschen Wahnsinn, was die da veranstaltet haben. Und dann Tausende von Menschen haben sie angestellt, nur dass einmal um den Sarg rum können. Müsste man mal bei einem Normalen machen. Also nicht bei so einem Berühmten, sondern bei einem Normalen. Wenn jetzt zum Beispiel euer Opa stirbt, dann geht's ja auch einmal um den Sarg rum und begutachtet den einmal. Naja. Ich möchte natürlich auch irgendwann einmal verbrannt werden. Ihr könnt mir neben eurer Meinung auch gern in die Kommentare schreiben, ob ihr verbrannt werden möchtet oder nur eingesagt in die Erde wollt. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das irgendwann einmal vorstellt. Ich weiß, man sollte nicht so über den Tod reden, aber wenn wir jetzt schon bei der Queen sind, dann können wir ja mal gerne in die Kommentare drüber reden. Da können wir genauer in die Kommentare drüber reden über das Thema. Da können wir unsere Meinungen austauschen und so. Finde ich besser, wenn ich jetzt im Video ewig schwätze. Dann das zweite und letzte Thema, weil ich bereite dann später noch die Liste für morgen, für Folge 104, glaube ich, von Max grüßt vor. Und zwar mit den Kapiteln von meinem Krimi-Buch. Da kommt ja jetzt dann praktisch schon das zweite Kapitel. Und ich habe mir gedacht, das hebe ich bis Sonntag im Kaffeeklatsch am Sonntag auf. Also im Kaffeeklatsch am Sonntag gibt's das zweite Kapitel und natürlich der Kommentar der Woche. Also nur 2 Themen das mal. Ansonsten war's das auch schon, weil ich richte jetzt ja dann noch die Liste her für morgen. Und gegen Mittag bin ich dann bei meiner Oma beim Rasenmähen. Also muss das ganz schnell gehen, das Drehen und Hochladen und alles. Beziehungsweise das Drehen kann ich schon am Vormittag machen. Das Video kommt dann am Abend, weil ich ja beim Rasenmähen bin und da werde ich keine Zeit haben, das zum Bearbeiten und so. Das werde ich alles dann hinterher bearbeiten und schauen, dass dann hochkommt.
Wie gesagt, das war's. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, dann verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Das Abonnieren ist im Übrigen kostenlos. Meine Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und Basti sei Social Media steht in der Videobeschreibung und wo man mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns.